Hallo zusammen, wir sind Anina und Selina und wir sind von Kitchen Kids was kochen.ch. Wir haben uns heute überlegt, ein Dreigang-Menü machen und als Vorspeis haben wir uns gedacht, ein warmer Winterpunsch, perfekt für die kalte Pfannzeit. Aber trotzdem wird es schön warm. Zum Hauptgang haben wir gedacht, wir machen Wunderkrapfen. Das hat auch etwas mit der Adventszeit zu tun, weil es drin eine kleine Überraschung hat. Man weiss nämlich nicht, was drin ist. Und als Dessert haben wir gedacht, wir machen herzige kleine Igeli in einem Nestli. Ich finde es mich sehr lustig, am Herd zu stehen und einfach an mich aufzupassen, ob etwas passiert, ein bisschen rumzurühren. Wir sind in Ägypten auf dem Markt und haben dort feine ägyptische Zimt gekauft. Also wir kochen meistens 3 Gänge, wenn wir Lust haben, sogar 4 oder 5. Für unsere Familie einfach. In letzter Zeit haben wir es jetzt nicht mehr so viel gemacht, aber früher haben wir jeden Samstag und jetzt tun wir jeden zweiten Samstag. Also kleine Tässchen und die passen eigentlich perfekt für den Winterpunsch. Wir haben einen Trick, wir legen den Teig schön aufeinander, dann werden nämlich die Teile genau gleich groß. Ich tue jetzt den Apfelzellenkäse, 150 Gramm. Raffeln und nachher schneide ich den Bauerschinken schön klein schneiden. Ich kann es auch ohne Fleisch machen. Also ich bin kein Vegetarier, aber ich habe sonst nicht so gerne Fleisch. Aber in dem Wunderkrapfen wird es an meiner Fein mit ein bisschen Käse und Fleisch und ein bisschen Rüebli und so weiter. So, das ist auch gut, oder? Nein, ja. Hast du noch ein bisschen Senf, oder? Mhm. Also, damit es schön braun wird, müssen wir den Ofen etwa auf 200 Grad vorheizen. Ich tue jetzt die gerade so schön bestreichen, dass es gut klebt. Meine Mutter hat eine grosse Kochbuchserie und dort tun wir ein bisschen drin rumstöbern, wenn wir etwas Einfaches und Leichtes sehen. Das ist der Körper von Igeli. So. Wir haben jetzt frische Birnen genommen, also wir können aber auch Büchse. Mit frischen Birnen ist es fast fein. So, jetzt sind wir fertig mit Kochen. Wir haben einen speziellen Gast. Das wäre ihr kleiner Bruder, der Can. Can, es gibt's nachkommen. Der Herr Ober begrüßt Sie heute. Prost. Einen guten.